Man kann ihn warm als Gemüse oder frisch und knackig als Salat essen, am besten mit Kernöl, den steirischen Chinakohl. Jedes Jahr lagern rund 15 Millionen Kohlköpfe in den Hallen der heimischen Landwirte. Das sorgt für kurze, umweltfreundliche Transportwege und außerdem ist Chinakohl sehr vitaminreich, perfekt in Grippezeiten. Wenn man derzeit China hört, wird es einem mulmig. Beim Wort Chinakohl können Sie aber aufatmen. Wir sind heute im steirischen Anbaugebiet des Chinakohls unterwegs und die Inhaltsstoffe dieses Gemüses können sogar Krankheitserreger bekämpfen. Vitamin C steckt im heimischen Chinakohl genauso wie Vitamin B, Folsäure, Kalzium oder Eisen. Erna und Franz Lang haben dieses Gemüse, das vor 1500 Jahren in China entdeckt wurde, schon lange auf ihren Äckern. 50 Jahre sind schon, was ich mit Chinakohl mich beschäftige. Und ja, haben wir klein angefangen und dann vergrößert auf ungefähr 7 Hektar oder was. Im August wird ausgesät, um den Nationalfeiertag geerntet. Der Chinakohl, eine Kreuzung aus der Speiserübe mit dem Bak Choy, dem Senfkohl, braucht keine Energie bei der Lagerung. Im Naturlager hat es 2 bis 3 Grad. Wir haben keine Kühlanlagen, es geht mit vielen Öffnungen und es werden belüftet, wenn es die Außentemperatur erlaubt und wenn es zu warm ist, machen wir wieder zu. Er lagert um die 5 Monate, bis der letzte draußen ist. Insgesamt bauen rund 60 Landwirte jedes Jahr 14 bis 15 Millionen Chinakohlköpfe in der Steiermark an. Wir sagen Gäbeln, Chinakohlgäbeln, ja. Das ist halt der steirische Ausdruck, nicht? Und bevor diese Gäppel in das Gemüseregal kommen, putzen Erna und Franz fast täglich jeden einzelnen per Hand heraus. Das dauert ca. 8 Stunden im Tag. Und das bei 2 bis 3 Grad, was der Chinakohlgäbel hat, wird uns schon ab und zu schon kein Fingerkohl da, ja. Und mit diesen sorgfältig geputzten Chinakohlköpfen gehen wir jetzt weiter in eine warme Küche und ein steirischer Koch wird uns daraus etwas zaubern. Wir machen heute was ganz Einfaches, einen Chinakohlsalat mit Schafskäse, Radieschen und Käferbohnen und das Ganze angerichtet auf einem gerösteten Schwarzbrot. Auch warm hat der Chinakohl seinen Platz in der Küche, aber bitte nur 5 bis 6 Minuten garen, sonst verliert er das Vitamin C und andere Nährstoffe. Da haben wir zweierlei gemacht, einerseits à la Creme mit einer Obersoße, andererseits geflammt in rohen und nur gesalzen. Und dazu einen Seesaibling, Bio und obendrauf ein bisschen Kaviar. Chinakohl bleibt auch im Kühlschrank 1 bis 2 Wochen frisch, wenn man ihn in ein feuchtes Tuch einwickelt.